Fangen wir an. Was? Ich bin nur 60%. Oh mein Gott, ich bin... OMG, what? No way. Oh mein Gott, ich bin schon... Oh, ey Leute, ich zitter gerade übelst, ne? Was? Ich komme gerade voll nicht auf mein Leben klar. Ich finde das einfach so krass, weil ich einfach mit dem Ergebnis niemals gerechnet hätte. Ey Leute. Hi, ich bin's wieder, eure Melissa Ming und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Über das heutige Video freue ich mich ganz besonders und es ist auch für mich ein sehr besonderer Moment, denn wir finden nämlich meine Herkunft heraus. Okay, ihr fragt euch jetzt bestimmt, weiß nicht jeder denn eigentlich, woher er wirklich kommt? Eigentlich schon. Aber die meisten Menschen haben mehr als nur eine Ethnizität. Also wenn du dir zu Hause zum Beispiel denkst, okay, ich bin 100% Deutscher, dann bist du wahrscheinlich nicht zu 100% Deutscher oder eine andere Nationalität, sondern da steckt noch ein paar andere Prozente drin. Okay, einige von euch fragen sich bestimmt, okay, und wie genau willst du das machen? Ist das ganze Zauberei? Wie willst du das denn herausfinden? Wir finden es nämlich damit raus. Das ist ein DNA-Kit von MyHeritage und damit könnt ihr nämlich eure Ethnizität herausfinden. Eure DNA-Ergebnisse bekommt ihr dann in Prozenten wieder. Und es gibt momentan 42 unterstützte Ethnien. So, wollen wir das Ganze doch mal jetzt gemeinsam auspacken? Ich freue mich übelst krass, euch das alles hier zu zeigen. So, ihr habt hier einmal in der Mitte so eine DNA-Doppelhelix-Struktur. Also alle, die früher im Bio aufgepasst haben, ihr wisst Bescheid. Dann zieht ihr das einmal so auseinander. Dann zieht ihr das hoch. Tada! So, das ist ein DNA-Kit Activation Reminder. Da steht auch eure DNA-Kit-Nummer drauf. Die zeige ich euch jetzt nicht, also es ist mir zu privat. Und ja, das könnt ihr eigentlich behalten. Ihr sollt es auch nicht zurückschicken. Und da steht auch drauf, dass ihr euch als erstes bei MyHeritage registrieren müsst. Die Registrierung ist ganz einfach. Da müsst ihr einfach nur persönliche Daten eingeben, Name und auch wie eure Großmutter heißt und wie euer Großvater heißt und Mutter, Vater. Und das hat nämlich den Zweck, dass ihr vielleicht Verwandtschaft wiederfindet, die sich auch auf MyHeritage registriert haben. Was ich einfach so mehr krass finde, weil dadurch erfährt ihr nicht nur eure Herkunft, sondern findet sogar vielleicht neue Verwandtschaft, von dem ihr so gar nicht gewusst habt. So, danach haben wir einmal so eine kleine Anleitung. Da steht nochmal drauf, was ihr alles machen müsst. Das gibt einmal 8 Schritte. Dann den Zipbeutel, wo ihr eure Proben dann reinmacht. Dann einen Briefumschlag, der auch schon adressiert ist. Das müsst ihr dann dahin schicken. Und zum wichtigsten Part. So, ihr habt hier einmal 2 Wattestäbchen und eine pro Wange immer. Also zum Beispiel nehme ich das für links und das für rechts. So, dann macht ihr einmal einen Wangenabstrich mit drehender Bewegung. Und das 30 bis 60 Sekunden lang. Stellt euch am besten einen Timer mit dem Handy. Dann habt ihr hier am Wattestäbchen so eine schwarze Markierung mit so einem ganz leichten Knick. Und die Stelle wird dann abgeknickt. Also ihr tut sozusagen euer Wattestäbchen rein in dieses Gefäß hier, was euch mitgegeben wird und dann knickt ihr das einfach an der Stelle ab. Also hier drin ist auch nochmal so eine Flüssigkeit und dann verschließt ihr das Ganze. Es muss aber richtig fest sein. Denkt dran, Leute, weil sonst könnte was auslaufen und das wäre eben nicht so schön. Und dasselbe wiederholt ihr dann auch auf der anderen Wange und dann seid ihr eigentlich ready. Das Ganze müsst ihr dann einfach nur in den Zipbeutel hier tun und dann in eurem Briefumschlag verschließen und einfach wegschenken. Das steht aber alles noch einmal genau hier drin. Also Leute, ganz einfach, wenn ich es hinkriege, Leute, dann kriegt ihr es sowas von hin. Es kann wirklich jeder machen und es dauert wirklich nur 2 Minuten. Was ich einfach so gut an dem Test finde, ist einfach, dass ihr nur einen einfachen Wangenabstrich benötigt und nicht irgendwie Bluttest oder Spucke oder sonstiges. Es ist einfach so einfach und was die Technik heutzutage so kann. 100 Millionen Menschen vertrauen auf MyHeritage-Technologien. 100 Millionen Menschen. Leute, ihr müsst euch mal vorstellen, wie krass viel das ist. Ich glaube, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, so neue Verwandtschaft zu finden. Ich mache diesen Test eigentlich für mich selbst, weil ich eigentlich für mich herausfinden möchte, woher ich wirklich stamme. Ich werde so oft nach meiner Herkunft gefragt, ob ich Mixed bin oder warum ich so weiß bin. Dieses Warum bist du so weiß? Ich höre das so krass oft. Ja, bei der Frage, warum bist du so weiß, da weiß ich schon gar nicht, was ich antworten soll. Und ich bekomme fast täglich Nachrichten und Kommentare, dass ich aussehe wie Jennie von Blackpink. Also eins vorab.
vorweg, ne? Jenny ist Jenny Kim und ich bin Melissa Ming. Wir sind alle einzigartig auf unsere eigenen Art und Weise. Sie ist Queen, wir sind alle Queens. Deswegen, ich möchte mich auch jetzt mit niemandem vergleichen. Deswegen halte ich mich auf dieser Ebene neutral. Aber vielleicht habe ich ja auch koreanische Wurzeln. Wer weiß, weil Jenny kommt ja gebürtig aus Korea und man weiß ja nie, ne? Ich weiß nicht, ob ich es mir vorstellen kann, koreanische Wurzeln zu haben. Wenn ich jetzt wirklich überlegen sollte, in welche Richtung ich tendiere, also Vietnamesin denke ich sowieso. Ich bin ja eigentlich Vietnamesin, das ist die einzige Ethnie, wovon ich weiß. Und vielleicht auch irgendwas anderes asiatisch und eventuell wirklich irgendwas europäisches. Mir ist eigentlich sowas von egal, welche Nationalität ich habe. Ich finde es, ich liebe jede Nationalität. Ich liebe Vietnam. Vietnam ist meine Heimat. Die Menschen sind einfach so lieb und ich liebe die Kultur, das Essen sowieso. Nein, okay. Ich wollte euch damit nur sagen, dass es mir eigentlich egal ist, zu welcher Nationalität ich gehöre. Nur, ich finde das voll cool, herauszufinden, was man denn wirklich ist im Inneren. Und deswegen mache ich diesen Test hier. Und keine Angst, Leute, MyHeritage nimmt eure Privatsphäre sehr ernst. Eure Daten sind bei denen sowas von sicher. MyHeritage bietet auch eine Forschungsplattform für Familiengeschichte und dann könnt ihr auch einen Stammbaum erstellen. Ihr könnt ihre Datenbank durchsuchen mit 9,4 Milliarden historischen Aufzeichnungen und mehr über eure Vorfahren herausfinden. MyHeritage ist Europas führender Dienst für Familiengeschichte und DNA-Tests und bietet die größte DNA-Matching-Datenbank für Personen mit europäischer Abstammung. So, dann würde ich sagen, ich schicke dieses kleine Briefchen hier ab und dann sehen wir uns in ein paar Wochen, wenn ich das Ergebnis kriege. Und Leute, ich bin so krass aufgeregt. Aber ihr seid auf jeden Fall die Ersten, die davon erfahren werden. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in ein paar Wochen. Hallo Leute, ich bin back und mittlerweile sind knapp 3 Wochen vergangen und ich habe gestern endlich die E-Mail von MyHeritage erhalten. Ich habe sie gestern Abend erhalten, aber ich konnte sie doch nicht ohne euch öffnen, oder? Deswegen habe ich einfach eine ganze Nacht lang gewartet, um das Video mit euch jetzt zu teilen. Ich bin einfach so krass aufgeregt, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Leute, die Versuchung war echt groß. Aber Leute, ich habe euch ja gesagt, dass ich das Ergebnis zuerst mit euch ansehen werde. Deswegen, ich halte mein Wort. Deswegen werden wir uns das Ergebnis jetzt gemeinsam angucken. Also wenn das mal kein Daumen hoch wert ist, dann weiß ich auch nicht, Leute. Also klickt jetzt den Daumen hoch Button. So, es steht drin, hallo Melissa Ming, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Ihre Ergebnisse vorhanden sind. Und dann gibt es einen Link, wo man das anklicken kann. Oh mein Gott, I'm so nervous. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt, Leute. Ich habe wirklich keine Ahnung, was jetzt auf mich zukommt. Ihr könnt mir gerne mal unter die Kommentare schreiben, bevor ich das Ergebnis jetzt preisgebe, was ihr denn denkt, was ich sein könnte. Ganz ehrlich, selbst wenn ich nur Vietnamesin bin, wäre mir auch egal, ist auch gut. Nur ich will es so sehr jetzt herausfinden. Okay Leute, seid ihr ready? Ich weiß gar nicht, ob ich ready bin. Boah, das ist, als würde Blackpink deren Debut feiern oder so. Okay guys, let's go. Fangen wir an. Oh mein Gott. Was? Ich bin nur 60%... Oh mein Gott, ich bin 60% Chinesin und Vietnamesin. 19,7% Philippine, Indonesien, Malaysia. OMG, what? No way. Oh mein Gott, ich bin schon... Ey Leute, ich zitter gerade übelst, ne? 18,4% Thailänder und Kambodschanerin. Was? 1,3%Finnen. Oh mein Gott, what? Niemand... Ey Leute, ich kann es gerade nicht. Was? Oh mein Gott, what? Okay, ey Leute, ich zitter wie verrückt, ne? Okay, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach, ich war immer davon überzeugt, dass ich 100% Vietnamesin bin. Und jetzt finde ich gerade heraus, dass ich nur zu 60,6% Vietnamesin bzw. Chinesin bin. Okay, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin total schockiert. Ich hätte das niemals gedacht mit dem Ergebnis. Ich dachte schon wirklich so um die 80-90% Vietnamesin. Aber 60! Das ist so wenig! Oh mein Gott! So, 19,7% Philippinen, Indonesien und Malaysia. Hätte ich auch nicht gedacht. Obwohl, ein bisschen Philippinen hätte ich schon gedacht. Ganz ehrlich. Dann zu
18,4% Thailänderin und Kambodschanerin. Kambodschanerin hätte ich jetzt nicht gedacht. Thailand habe ich mir auch schon denken können. Aber das Ergebnis, was mich einfach so mega geschockt hat, ist einfach Finnland. Ich bin so krass schockt, ne? Obwohl es wirklich nur 1,3% sind, aber ich hätte niemals damit gerechnet. Und ganz ehrlich, ich finde es auch irgendwie mega cool, dass meine Vorfahren mal aus Finnland kommen. What? Oh mein Gott, ich komme gerade voll nicht auf mein Leben klar. Ich finde das einfach so krass, weil ich einfach mit dem Ergebnis niemals gerechnet hätte. Ey Leute, ich zitter übelst, ne? Ey, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ganz ehrlich, Leute, ich war selbst noch nie in meinem Leben auf Finnland. So, jetzt wurde wenigstens die Frage beantwortet, die ihr mir so oft stellt, ob ich Halbkoreanerin oder Koreanerin bin. Also ich fände es auch cool, wenn da ein bisschen Koreanisch drin wäre. Aber Leute, ich bin trotzdem mega begeistert von dem jetzigen Ergebnis. Was ich euch sagen kann, der Test hat sich persönlich für mich sowas von gelohnt. Ich würde es wirklich jedem von euch ans Herz legen, weil da kommen so krasse Sachen raus, wovon ich so einfach niemals mit gerechnet hätte. So, wenn ihr jetzt auch Lust auf einen DNA-Test habt und wissen wollt, woher ihr wirklich stammt, dann könnt ihr jetzt einmal den DNA-Kit bei MyHeritage bestellen. Ihr findet den Link unten in der Infobox. Und benutzt meinen Gutscheincode MelissaM für kostenlosen Versand. Ich habe euch alles nochmal unten in die Infobox eingeblendet. Macht es, Leute. Also ich finde, es hat sich so krass gelohnt. Und ich glaube, ich werde das auch allen meinen Freunden und meiner Familie empfehlen. Und ich finde es einfach so krass, Leute. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Und ja, Leute, das war's mit meinem Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und schreibt mir auch nochmal unter die Kommentare, was ihr vom Ergebnis haltet. Und abonniert mich gerne auf YouTube, macht die Glocke, um nicht zu verpassen. Und folgt mir auch gerne auf Instagram, um ebenfalls nicht zu verpassen. Und ja, Leute, das war's mit meinem Video. Ich gehe jetzt meiner Mama Bescheid sagen. Sie wird bestimmt mega schock sein. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal.